Seid ihr des Wahnsinns fette Beute, werden sich manche gedacht haben, als sie den DAX heute auf neuem Allzeithoch gesehen haben, über die 15.000er Marke und das trotz eines ziemlich verschärften Lockdowns und das trotz eines, sagen wir mal, sehr vorsichtig suboptimalen Managements in Sachen Corona-Krise, Impfstoffe, Corona-App, Gründonnerstag, Osterruhe, man könnte die Aufzählung bis morgen Nachmittag fortsetzen. Aber das große Thema, das große Problem ist vielleicht die Frage, was hat der DAX eigentlich mit der deutschen Wirtschaft zu tun? Relativ wenig. Diese Frage hat heute Wolfgang Müller in einem Artikel mal klargestellt. Der DAX repräsentiert nicht die deutsche Wirtschaft. Wir haben keine einzige Branche, die im DAX vertreten ist, die jetzt zu den Corona-Verlierern gehört. Touristik, all diese Dinge, Einzelhandel, all das ist nicht mehr im DAX drin. Dementsprechend wird das da auch nicht abgebildet. Und vor allem, so Wolfgang Müller in diesem Artikel, es ist ein Call auf die Weltwirtschaft. Es ist die Wette, dass Deutschland als Exportnation letztlich profitieren wird von diesem gigantischen Aufschwung, der da kommen mag. Eilmeldung, Börsenboom in der Pandemie. DAX knackt erstmal Marke von 15.000 Punkten. Leute, steigt alle ein. So ist die indirekte Botschaft. Nur was passiert, wenn diese tolle Erholung, naja, vielleicht im zweiten Quartal der Fall ist, das kann schon gut sein, aber dann im dritten und vierten Quartal möglicherweise nicht. Da gibt es einige Indikationen, dass das dann ziemlich absaufen wird nach einem Sugar Rush im zweiten Quartal, nach diesen Nachholeffekten, die dann stattfinden werden. Aber aus China, da gibt es schon erste Kehrtwendezeichen. Aber schauen wir uns zunächst mal an, ja, wenn wir uns das fundamental betrachten, zum Beispiel anhand des City Economic Surprise Index, der also die Konjunkturdaten abgleicht mit der vorherigen Erwartung an diese. Also sind die Daten positive, sind die positiv überraschend oder negativ überraschend, dann sehen wir hier, die US-Daten sind negativ überraschend, das geht nach unten, während wir hier bei den europäischen Daten einen steilen Anstieg sehen, also die Daten sind besser als erwartet. Allerdings sind da auch die Einkaufsmanager-Indizes drin und da ist regelmäßig bei diesen Einkaufsmanager-Indizes eben diese Hoffnungskomponente, die Erwartungskomponente sehr, sehr ausgeprägt positiv. Die war schon vor einem halben Jahr sehr ausgeprägt positiv, nur die Lage ist nicht wirklich besser geworden in vielerlei Hinsicht, zumindest nicht für die betroffenen Branchen, für andere ist sie besser geworden, aber nicht so gut geworden, wie man wahrscheinlich vor 3-4 Monaten gedacht hat, als diese Impfstoffstory ja schon da war und man gedacht hat, okay, mit diesen Impfungen, dann haben wir das Problem bald erledigt. Jedenfalls sehen wir, dass wir jetzt eine Abweichung haben, wie sie seit 10 Jahren schon nicht mehr der Fall war, dass nämlich die europäischen Konjunkturdaten in Relation zu den US-Daten positiv sich absetzen können. Und ein weiterer Grund, warum der DAX derzeit ganz gut dasteht, ist natürlich dieser Reflationstrade. Auf der einen Seite, da sind jetzt plötzlich so Aktien wie Volkswagen, heute auch wieder der Gewinner. Im DAX zur Volkswagen gleich mehr, da ist also die sogenannte Old Economy wieder gefragt, während Tech eben weniger gefragt ist und das, was im Jahr 2020 ein Nachteil für den DAX war, das ist jetzt ein Vorteil für den DAX, nämlich so ziemlich keine Tech-Werte bis auf SAP und Infineon zu enthalten und ein wesentlicher Punkt ist auch die liebe EZB. Die Whatever It Takes, Christine Lagarde, die gesagt hat, ja, wir wollen nicht, dass die Renditen steigen, also kaufen wir viel mehr Anleihen, so hat die EZB es gesagt. Und alleine im Vergleich zur Vorwoche ist die Bilanzsumme mit der EZB um 343 Milliarden Euro gestiegen. Das ist der größte Anstieg seit Juni 2020. EZB jetzt mit einer Bilanzsumme von über 7,5 Billionen Euro. Das entspricht etwa 75% des BIPs in der Eurozone. Die Amerikaner, die ja auch keine Waisenknaben sind, die liegen etwa bei der Hälfte, was Bilanzsumme zum BIP betrifft. Also da geht man ziemlich all in. Und wir haben eben dann hier eine lachende Christine Lagarde in einem Chart von Sven Henrik. Und wir sehen, der DAX ist schon ein bisschen weit jetzt in größerer Zeitebene, was diesen Chart betrifft, wöchentlicher Chart, ist deutlich über seinem Bollinger Band. Das ist normal nicht so toll. Wir sind in der Corona-Krise unter das Bollinger Band gefallen. Haben da nach unten übertrieben, jetzt übertreiben wir ein bisschen nach oben, das kann auch weitergehen, keine Frage.
Übertreibungen haben die Tendenz, weiter übertreiben zu wollen. Aber die Frage ist, ob das on the long run so funktioniert. Wie gesagt, das zweite Quartal konjunkturell dürfte sehr gut werden. Aber dann drittes und viertes Quartal die Erwartungen wahrscheinlich nicht erfüllen. Und hurra, wir haben jetzt auch ein bisschen was Inflation, die Verbraucherpreise in Deutschland mit einem ziemlich saftigen Anstieg, vorwiegend die Ölpreise, respektive das, was wir an den Tankstellen zu bezahlen haben, durch Anhebung der Mehrwertsteuer, durch diese CO2-Abgabe, die uns hier beschert wurde, auf dass wir die Wende zur grünen Welt besser gestalten können. Am deutschen Wesen wird hier natürlich die Welt genesen müssen, das ist völlig klar. Aber der Verbraucher zahlt es halt gerne, auch wie die ganze Energiewende. Da sind ganze Windparks, die zwar wunderbar funktionieren würden, aber halt leider nicht an Stromnetz angeschlossen sind bisher. Aber Hauptsache, wir haben die Windräder, gell? Das ist ja das Wichtigste, ob die in Betrieb sind. Nein, nur das sollten dann die anderen sehen können. Schaut mal, die Deutschen, die haben schöne Windräder. Und wir haben jetzt auch, das finde ich eine sehr kuriose Meldung, Volkswagen hat ja das eine oder andere problemische Image technisch gehabt wegen dem Dieselskandal auch in den USA. Und man wird sich jetzt ab Mai umbenennen in Volkswagen, also von Volt, dieser physikalischen Größe. Eine geniale Idee, wie ich finde. Und das alles, wie gesagt, ab Mai 2021. Aber Volkswagen scheint jetzt so ein bisschen diese Lücke, diese Bewertungslücke zu Tesla zu schließen, wobei Tesla natürlich viel zu günstig ist, was bedeutet, dass Volkswagen sich mindestens verachtfachen muss, um hier die eigentlichen Verhältnisse wieder herzustellen. Und wie gesagt, wir haben ja eigentlich dieses massive Desaster. Jetzt heißt es wahrscheinlich alle unter 60 bitte doch nicht mehr mit AstraZeneca impfen lassen. Erst hat es geheißen, ja, alle unter 65-Jährigen dürfen sich impfen, aber mit AstraZeneca, aber die über 65-Jährigen bitte nicht, weil da haben wir noch nicht genügend Daten. Jetzt haben wir ein paar Daten, jetzt sagen wir, okay, dann alle unter 60 nicht und bei den über 60 ist eh schon wurscht. Oder wie ist das zu verstehen? Hä? Also es ist grandios, es ist man müsste eigentlich so eine Art Preis erfinden für die beste Kommunikationsstrategie während der Corona-Krise. Vielleicht werde ich diesen Preis mal ausrufen und mit einer faulen Banane dann belohnen. Und jetzt stellt sich auch Österreich quer. Nicht nur, dass man ja in Italien ein paar Millionen Impfstoffdosen irgendwo gefunden hat, das kommt ja mal vor, dass die verloren gehen. Ne? Das passiert halt einmal. Jetzt aber hat ja BioNTech gesagt, die heute übrigens gute Zahlen vorgelegt haben, hat gesagt kürzlich, ja, wir werden doch mehr produzieren können. Das hatten wir eigentlich erst zum Jahresende zugesagt. Jetzt können wir das früher machen. Und diese 10 Millionen Dosen, die hier zur Verteilung stehen, die könnten jetzt eingesetzt werden. Aber jetzt sagt Österreich und der Sebastian Kurz, na, also wir werden da ein Veto einlegen, weil wir fühlen uns ungerecht behandelt, gell? Und dementsprechend ist irgendwo immer einer, der sich ungerecht behandelt fühlt und das geniale Konstruktion oder die Genialheit, die Genialität, so muss es heißen, der Konstruktion in der EU ist ja, dass fast alle Entscheidungen einstimmig getroffen wurden. Da ist schon das Heilige Römische Reich grandios dran gescheitert, aber wir können ja auch noch extrem gut scheitern, ne? Dementsprechend wollen wir halt anders scheitern dann als das Heilige Römische Reich. Also jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, der DAX trotz all dieser, sagen wir mal, Merkwürdigkeiten auf neuem Allzeithoch, die Feierstimmung ist groß. Aber jetzt kommen wir zu den Chinesen, meine Damen und Herren, also diese Menschen aus China, die eine hochdemokratische Parteiführung haben. Und diese hochdemokratische Parteiführung, die hat ja nicht nur ein bisschen, sagen wir mal, Zähmungsmaßnahmen gegen Internetkonzerne eingelegt, sondern die haben auch so ein bisschen auf die Kreditbremse gedrückt. Wir sehen hier blau, dunkelblau in diesem Chart den Kreditimpuls aus China. Das alles hat normalerweise so einen Vorlauf von 6 bis 9 Monaten, bis das in der Weltwirtschaft ankommt. Und hellblau sehen wir hier den Bloomberg Commodity Index, also die Rohstoffe. Und China ist ja in Sachen Rohstoffe sehr, sehr wichtig. Wir sehen also, dass der chinesische Kreditimpuls schon nach unten zeigt, die Rohstoffe aber noch sehr stark nach oben zeigen. Mind the gap, so heißt es hier bei Nordea, von der dieser Chart stammt, 6 bis 12 Monate als Vorlaufindikator. Also das könnte darauf hindeuten, dass wir eben, naja, aus Fernost schon Gegenwind langsam bekommen, der aber erst spürbar wird, wenn er eben dann da ist. Und jetzt haben wir, wenn wir jetzt mal uns die amerikanischen Aktienmärkte anschauen, die heute
alle leicht negativ sind, was die großen Indizes betrifft. Nur der Russell 2000, der gestern schwer unter Druck war, dieser Nebenwerteindex, der ist heute positiv, aber wir sind weiter gestiegen in der Rendite. Die 10-jährige US-Staatsanleihenrendite, glaube ich, im Hoch heute bei 1,78%. Aber diese 1,75%, ich hatte es heute Morgen im Videoausblick schon thematisiert, die ist insofern wichtig, weil jetzt diese Staatsanleihen höher rentieren, nämlich die 10-jährige, als die Dividendenrendite des S&P 500. Und da unten sehen Sie die TINA, nämlich die Turner. Aber es gibt ja auch TINA, there is no alternative. Es gibt keine Alternative zu Aktien, doch. Die ist jetzt eben da, das ist genau der Punkt. Und schauen wir uns jetzt mal nicht die Dividendenrendite an, sondern die sogenannte Earnings Yield minus die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Und dann sehen wir, das wird immer weniger vorteilhaft. Der Vorteil sozusagen der Earnings Yield in minus die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe wird immer geringer, geringer, geringer. Und das zeigt eben, dass die Alternative so langsam am Horizont aufscheint. Und wir sehen Thema Rebalancing, also diese ganze Geschichte hin zum Quartalsende. Da sehen wir jetzt in der letzten Woche doch signifikante Ausflüsse aus den Aktienmärkten. Und wir wollen uns gleich anschauen, wo die stattgefunden haben. Wir sehen hier also, da ist jetzt durchaus einiges mal wieder rausgegangen, nachdem vorher ziemlich viel reingegangen ist, übergeordnet. Hier sehen wir das. Ist seit 2021 ziemlich viel reingegangen in die Aktienmärkte, in ETFs, in Mutual Funds, also in normale Fonds, in alles, was halt nicht auf den Baum kommt, wird da bestückt mit Geld. Aber jetzt, wie gesagt, gab es da eine kleine Änderung und hier sehen wir, womit die zu tun hat. Wir sehen der S&P 500, der Leitindex, der hält sich ziemlich gut und unten dunkelblau, das ist der Russell 2000. Dieser Nebenwerteindex, der hat sich deutlich weniger gut gehalten. Heute, wie gesagt, so eine Art Gegenbewegung, aber insgesamt sehen wir, dass eben je kleiner ein Wert, umso schlechter die Performance jetzt seit dem 15.03., also seit Mitte März. Da sehen wir, die kleinsten Firmen haben mit Abstand am schlechtesten sich gehalten. Je größer eine Firma, umso besser ist die Geschichte. Und womit hängt das zu tun? Natürlich auch mit der Dollarstärke, denn diese kleinen Firmen sind besonders sensitiv dafür, dass der Dollar stärker wird, dass die Renditen steigern. Das ist für die nicht so gut, weil in der Regel diese kleinen Firmen doch ziemlich stark verschuldet sind. Da ist also ein Anstieg der Rendite sozusagen nicht gerade positiv und eben ein starker Dollar auch nicht. Und jetzt haben wir heute das Verbrauchervertrauen vom Conference Board bekommen. Überragender Wert, also deutlich, deutlich besser als erwartet. Das war die größte Abweichung in Relation zur Erwartung seit dem Jahr 2000. Und da sehen wir zum Beispiel einige Highlights. Diejenigen, die sich jetzt ein Auto kaufen wollen oder einen Truck, höchster Wert seit Juli. Die eine größere Anschaffung planen, höchster Wert seit letzten Februar, also direkt vor Beginn der Corona-Krise. Oder diejenigen, die sich ein Haus kaufen wollen, höchster Wert seit 1967. Jetzt sagt Sven Henrik, okay, das ist ja eine überraschende Erkenntnis, gell, wenn du also den Leuten sagst, du musst nicht deine Miete zahlen, ja, und du kriegst eher einen Stimulus-Scheck vom Staat, ne, dass die dann so ein bisschen auf Koks sind. Gell, das ist jetzt so furchtbar überraschend, vielleicht nicht, aber insgesamt macht sich da eben die Sorge breit, hey, das ist alles ein bisschen too much. Jetzt kommt Biden noch mit seinem nächsten 3 Billionen Stimulus, Infrastruktur, soziale Ungleichheit, gell, vorher haben wir noch einen Stimulus-Scheck gehabt, das war schon der gefühlt 27. Und die Frage ist, wo endet das? Ist das nicht eine Überhitzung? Und normalerweise ist es so, dass Börsen keine boomende Wirtschaft mögen. Die mögen so ein durchschnittliches, gutes Ansteigen der Wirtschaft, keine Überhitzung, denn Überhitzung heißt Inflation. Inflation heißt zumindest steigende Kapitalmarktzinsen, wenn denn nicht sogar steigende Leitzinsen. Da sind wir noch ein Stück weit entfernt, aber das ist doch durchaus ein interessanter Zusammenhang, dass je besser die Wirtschaft, desto besser die Börse. Nein, das gilt nicht, sonst wäre der DAX ja auch schlechterdings, gell, jetzt auf Allzeithoch, wenn man es einmal genau durchdenkt. Jetzt wurden heute oder gestern, beziehungsweise jetzt kürzlich, Studenten befragt in den USA, ja, was willst du denn mit diesen 1400 Dollar Stimulus-Scheck machen? 62% haben gesagt, ja, sparen oder investieren.
Also, da gibt es schon eine gewisse Neigung, wahrscheinlich eher zum Investieren als zum Sparen oder zum Schuldenabzahlen gibt es auch, gell? Also, man wird sich schon was einfallen lassen. Im Zweifel kauft man GameStop. Aber nochmal zurück jetzt zu dieser Geschichte mit dem Verbrauchervertrauen. Als so viele Leute gesagt haben, wie seit den 1960er Jahren nicht mehr, sie wollen sich jetzt ein Haus kaufen. Jetzt schauen wir uns mal oben die Hauspreise an. Case-Shiller Hauspreiseindex mit einem Anstieg von saftigen 11% zum Vorjahresmonat, nicht schlecht. Und auf der anderen Seite unten sehen wir die verschiedenen Mortgage Rates, 5, 10 und 30 Jahre. Also wenn ich praktisch mir einen Kredit von der Bank geben lasse auf 5 Jahre Laufzeit, 10 oder 30 Jahre Laufzeit, da sehen wir, dass die Renditen steigen. Und jetzt ist die Frage, kann die Fed einfach so tun, wie gestern Chris Waller gesagt hat, das neue FED-Mitglied, du, also wir machen jetzt nichts gegen den Anstieg der Rendite, das ist doch eine gesunde Geschichte, das ist doch alles wunderbar, da haben wir doch überhaupt nichts dagegen und wir werden jetzt dem Staat nicht sozusagen den Schuldendienst erleichtern, indem wir dafür sorgen, dass die Renditen nicht steigen, aber das glaubt kein Mensch, das wollte ich eigentlich nicht zeigen, das zeige ich vielleicht morgen, sondern ich wollte hier diese Grafik zeigen, nämlich einen Artikel von Hannes Zipfel, den ich unter das Video packe, neben diesem Artikel von Wolfgang Müller, den Sie unten sehen mit dem DAX, ja, warum ist denn der DAX über 15.000 Punkte, gell? Und Hannes Zipfel hat in den Artikel geschrieben, Schulden und Zinsen, warum der US-Notenbank beides nicht egal ist, entgegen der Aussagen von Chris Waller, der ja gesagt hat, na, das interessiert uns nicht, doch, es muss sie interessieren, es muss vor allem auch den Hausmarkt, den Immobilienmarkt interessieren, denn wenn die Mortgage Rates weiter steigen, dann wird das schwierig mit dem Hauskauf und vor allem mit der Finanzierung desselben. Also all das sind Punkte, auch der immense Aufwand für Zinszahlungen würde dann deutlich zunehmen für die USA, die ja jetzt 28 Billionen Dollar Staatsverschuldung haben. Der Rest kommt noch oben drauf mit über 80 Billionen derzeit. Dagegen sind wir in Deutschland auch Waisenknaben und das ist wahrscheinlich der tiefere Grund, warum der DAX jetzt auf 15.000 Punkten steht. Gell? Also, das war's erst einmal, meine Damen und Herren. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend. Genießen Sie diesen lauen, fast schon sommerlichen Abend. Ich sage Servus und Ciao.